Ja, herzlich willkommen hier auf dem Schulhof der Hauptschule. In Anbetracht der Tatsache, dass doch einige gnadenlos in der Sonne stehen, versuche ich es auch recht kurz zu machen. Ja, verehrte Majestäten, liebe Schützenbrüder, liebe Schützenschwestern, liebe Winserinnen und Winser, liebe Gäste in unserem Ort und vor allen Dingen heute, liebe Kinder, liebe Jungen und Mädchen. Wir haben uns heute hier versammelt, um das 572. Gemeindeschützen- und Volksfest zu eröffnen. Und wie es seit vielen Jahren Brauch ist, der erste Tag des Schützenfestes gehört den Kindern und Jugendlichen und soll es auch heute sein. Aber heute ist der Kinderschützenfesttag. Ob es nun wirklich 572 Jahre sind, wie dieses Fest gefeiert wird, das lässt sich nicht wirklich belegen. Irgendwann stand mal in einer alten Chronik was drin von dem so und so vielen Schützenfest und da hat man einfach weitergezählt. Ob es nun wirklich 572 sind, das weiß keiner, aber fest steht auf jeden Fall, es ist ein sehr altes Fest, ein sehr traditionelles Fest und es hat immer einen festen Platz im Kalender in Insel gehabt und den soll es auch behalten. Ja, schön ist es, dass wieder so viele Leute angetreten sind. Zeigt doch, dass dieses Fest immer noch eine Faszination auf Jung und Alt ausübt und es gehört auf jeden Fall zu den bedeutsamen Veranstaltungen in unserer Gemeinde. Viele haben dieses Jahr wieder von den Kindern und Jugendlichen versucht, mit viel Ehrgeiz eine Auszeichnung und vielleicht sogar eine Schützenscheibe zu erringen. Besonders erfreulich war in diesem Jahr, dass es mehr Kinder waren als in den letzten Jahren. Und, was auch sehr erfreulich war, es waren viele dabei, die nicht im Verein sind. Das zeigt also ganz deutlich, dass das Schützenwesen nichts mit Altertum und mit Dingen zu tun hat, die nicht mehr aktuell sind, sondern es ist wirklich auch bei den Kindern und Jugendlichen immer noch eine Sache, die sehr angesagt ist, sagt man ja wohl. Natürlich freuen sich die Mitglieder der Schützengilde, wenn einige der Nichtmitglieder vielleicht auch noch demnächst mal wieder auftauchen und sich dazu entschließen, unter fachkundiger Anleitung ein bisschen mehr zu schießen und aber das Vereinsleben darin zu bereichern, denn so ein Verein lebt ja auch nur dadurch, dass Generationen nachwachsen und dass dadurch eben das Vereinsleben, die Traditionen, die dazu gehören, weiter hochgehalten werden, dass es immer so weitergeht. Der Schützengilde gratuliere ich an dieser Stelle nochmal zu ihrem 50. Jubiläum. Das ist zwar im Schützenbereich noch keine wirklich große Zahl, aber es ist immerhin doch ein Zeichen dafür, dass dieser Verein sich in unserer Gemeinde sehr etabliert hat. Und 50 Jahre sind ja auch noch, denke ich, eine ganze Menge. Ja, ob sich der Ehrgeiz, den viele an den Tag gelegt haben, gelohnt hat, das werden wir nachher bei der Proklamation erfahren. Ich denke, der eine oder andere hat schon eine Ahnung, wie er abgeschnitten hat. Aber letztendlich wird es bekannt gegeben, naja, auf dem Schützenfest bei der Kinderproklamation. Zunächst möchte ich aber, die erste Stelle unter den Sonnenschirm, ist es zu lange, dann mache ich jetzt Schluss, okay? Doch, zunächst möchte ich erstmal das 572. Gemeindeschützen- und Volksfest für eröffnet erklären. Ich möchte uns allen einen friedlichen und schönen Ablauf des Festes wünschen. Gutes Wetter scheint uns ja wirklich dieses Jahr Holz zu sein, wie zum letzten Jahr. Ich möchte mich bei den scheidenden Regenten für ein Jahr gelungener Regentschaft bedanken und ich wünsche allen neuen Regenten, dass sie ein mindestens genauso erfolgreiches Jahr der Regentschaft vor sich haben. Ich denke, wir marschieren jetzt los. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen einen guten Verlauf. Danke. Thank you.
finde.